zusammen. Heute grille ich mit Ferry Pausch, dem Geschäftsführer der Deutschlandstiftung Integration. Der hat noch ein paar Kollegen und zwei Stipendiaten mitgebracht und ich bin ganz gespannt, was sie zum Thema kulturelle Vielfalt zu erzählen haben. Hi, ich bin Fee. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Ferry. Darf ich dir meine Kollegen vorstellen? Ja. Das ist Leonor, Nikolai. Hallo. Das ist Zacharia. Hallo. Hallo, schön, dich kennenzulernen. Bitte, nimm Platz. Schön, dass ihr heute alle hier seid. Ich hoffe, ihr habt Hunger mitgebracht. Ja, wir haben ganz viel Hunger mitgebracht und es stehen auch schon ganz viele tolle Sachen da. Ja, ich bin ganz gespannt, was ihr mir zum Thema kulturelle Vielfalt erzählen könnt. Und extra für dich, weil du ja, glaube ich, aus Bayern kommst, haben wir einen kleinen bajuwarischen Twist in die ganze Geschichte reingebracht. Also ich muss da noch etwas präziser sein. Das ist natürlich nicht alles bayerisch, sondern oberfränkisch. Darauf muss ich Wert legen, okay, dass es diese oberfränkische Variante gibt, denn da komme ich her. Alles klar, aber das passt auch. Das passt. Erzähl doch mal, was ihr mit der Deutschlandstiftung Integration so macht und was ihr bewirken wollt. Also uns geht es in der Hauptsache darum, das ganze Thema Integration ein bisschen frischer, ein bisschen aufzupeppen und aus dieser Kopftuchecke rauszuziehen. Mhm. Also wenn man Tagesschau guckt und dann kommt ein Bericht über Integration, dann sieht man so immer eine Frau irgendwie von hinten mit Kopftuch. Ja. Das ist alles sehr stereotyp, so ist es ja gar nicht. Und Deutschland ist wahnsinnig bunt geworden. Inzwischen sind ja über 20% der Bevölkerung aus irgendwelchen anderen Ländern her eingewandert. Das wollen wir zeigen und wir wollen es auch fesch machen und jung machen und zeigen, wie toll das alles ist. Und gerade Berlin lebt ja von dieser Multikulti-Gesellschaft und von den vielen Leuten, die von überall hierher ziehen. Ich habe gesehen, ihr habt da eine schöne Kampagne, auch ich bin Deutschland. Erzähl da mal ein bisschen drüber. Also unsere Stipendiaten, wir haben ein Stipendienprogramm und wir fördern jedes Jahr junge Menschen mit Migrationshintergrund, so heißt es ja offiziell, so ein bisschen schwierig gemacht, dieses Wort, wir wollen es auch abschaffen. Ja. Die kamen auf uns zu und haben gesagt, da gibt es eine tolle Aktion in den USA, die macht das. Und zwar Alltagsdiskriminierung, das posten die, also schreiben die auf so einen Post, halten es dann hoch und laden es bei Tumblr und bei Facebook hoch. Das könnten wir doch auch machen mit auch ich bin Deutschland. Und dann sind wir losgelegen, haben das den anderen Stipendiaten vorgeschlagen, die fanden das super und die sind wirklich losgezogen an ihren Unis und haben dann diese Sprüche, also Leute gefragt, so, was ist denn euch zugestoßen an Diskriminierung, also gerade wenn jemand offensichtlich nicht deutsch-deutsch ausschaut. Und das ist zwar erstmal witzig, was man da zum Teil sieht, aber es ist auch tragisch, weil es zeigt immer wieder, auch Leute, die hier geboren sind, Leute, ihr gehört nicht dazu, allein die Frage, wo kommst du denn her, wenn jemand dunklere Haut hat, zeigt immer noch, du gehörst nicht dazu. Ja. Denn die Norwegerin, die daneben steht, die würde ich nie fragen, käme mir nicht in den Sinn, weil die schaut ja irgendwie so deutsch aus. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich oft der Fall, dass die Leute gar nicht wissen, dass sie im Prinzip jemanden diskriminieren mit ihren Äußerungen. Was sind da so Beispiele eigentlich, die besonders typisch sind? Also der Klassiker ist natürlich die Frage, wo kommst du denn her? Und dann sagt die oder der Betroffene, ja, ich komme aus Dortmund. Dann, nein, wo kommst du denn? Dann werden sie schon so ein bisschen schwierig. Eigentlich, wo kommst eigentlich, du denn eigentlich genau, her? Das ist die Frage, wo kommst du denn eigentlich her? Und bis dann irgendwie jemand sagt, ja, meine Mutter kommt aus Nigeria. Und dann sagt, ah ja, genau, das wollte ich wissen. Aber die Leute sind hier geboren, vielleicht sind sogar die Eltern hier geboren, die identifizieren sich nicht mehr damit, wo irgendeine andere Generation mehr herkommt. Und das sind so Fälle, also das ist so der, wirklich der Klassiker, die Frage nach, wo kommst du her? Du hast ja auch in den USA studiert und gelebt. Wie war das so für dich? Was ich faszinierend finde in den USA ist, dass jeder Amerikaner dann sagt, also wenn man sagt, ja, aus Deutschland, dann, oh ja, ich habe da auch, mein Großvater kommt aus Deutschland oder der Urgroßvater kommt aus Deutschland oder irgendjemand war da stationiert. Und das ist natürlich faszinierend, weil man dann wirklich so dieses Willkommensein fühlt, weil denn die teilen diese Identität der Zuwanderung. Ja. Ich glaube, in Deutschland muss ich da noch ein bisschen tun, bis dann irgendwie unsere Großeltern sagen, ja, ich habe auch Vorfahren aus der Türkei oder aus Syrien. Ja. Bis das soweit ist, aber da sind die Amerikaner wirklich Vorbild und man fühlt sich natürlich sofort aufgehoben. Also man kommt ja ganz schnell mit Amerikanern ins Gespräch. Das könnte hier auch noch ein bisschen besser laufen mit dem Smalltalk. Alles klar, jetzt sind wir endlich soweit. Jetzt sind wir soweit. Vorbereitet, wunderbar. Das sehen wir auch. Danke. Dann schauen wir mal, was aus den Spießen geworden ist. Genau, ich glaube, die können wir jetzt wenden. Oh ja, oh ja, ja. Das ist jetzt auch was für dich, ne? Weil du eigentlich nur halal isst. Genau, richtig. Deswegen eine vegetarische Variante. Mhm. Du bist ja Teilnehmer des Stipendiatenprogramms der Stiftung. Wie hast du das erlebt oder wie bist du dazu gekommen? Mir hat halt sehr gefallen, wie das Programm aufgesetzt war, dass sozusagen ein Mentoring auch zustande kommt und habe mich dann einfach beworben. Wer war dein Mentor und wie waren deine Erfahrungen mit der ganzen Geschichte? Also mein Mentor war Steffen Seibert, der Regierungssprecher. Mir war damals wichtig, dass ich einen Mentor bekomme, der außerhalb meines Berufsfeldes ist, sodass ich meinen Horizont erweitern kann. Da ich selber Medizin studiere, war es halt für mich wichtig, ein anderes Themenfeld kennenzulernen. Und da habe ich sozusagen durch ihn als meinen Mentor Einblick bekommen,
wie Politik funktioniert. Hast du denn in deinem persönlichen Alltag Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht? Ich selber habe es jetzt nicht so explizit wahrgenommen. Freunde von mir begegnet das schon. Speziell, dass sie gefragt werden, ob sie Deutsch können oder aufgrund anderer Eigenschaften stigmatisiert werden. Da wird auch viel in einen Topf geworfen, also weil eben gerade in den Medien diese Diskussion, beziehungsweise in der Öffentlichkeit, die Trennschärfe nicht da ist zwischen, wer ist denn hier schon aufgewachsen, wer ist hier zur Schule gegangen, hier im Grunde Mitbürger wie alle anderen, ohne Unterschied, und wer ist neu nach Deutschland eingewandert, und wer hat auch diese ersten Hürden, muss die Sprache lernen, und das wird leider vermengt häufig. Gerade medial nimmt man halt wahr, dass es sehr in eine Richtung geht. Und auch mit den Flüchtlingswellen, dass da weniger geguckt wird, warum, sondern einfach gesagt wird, wir wollen das nicht. Also dass die Medien wirklich sehr distanziert einfach reagieren auch. Das ist ja unser Ziel, was wir folgen. Jeder, der nach Deutschland kommt, muss die Chance haben zu sagen, das ist meine permanente Heimat. Niemand, wir können nicht davon ausgehen, dass Leute in 2-3 Jahren zurückgehen. Wir wissen überhaupt nicht, wann diese Konflikte zu Ende sind, also gerade bei den Flüchtlingen. Und wir können nicht deren Leben jetzt 5 Jahre lang auf Pause stellen und sagen, ihr müsst jetzt in euren Heimen sitzen und könnt nichts tun. Ganz im Gegenteil, wir suchen ja händeringend Leute, die nach Deutschland kommen und irgendwie hier den Arbeitsmarkt bedienen. Und da kommen ja Fachkräfte, da kommen Mediziner, Ingenieure aus Syrien nach Deutschland. Das wäre doch Blödsinn, wenn die jetzt irgendwie zu Hause sitzen müssten und nichts tun können. Ich denke auch, es ist eine gewisse Wertschätzung einfach, dass man die Menschen als Menschen auch wertschätzt und weniger an diesen nationalen Grenzen denkt, sondern wirklich schaut, wir sind alle Menschen und wir sollten gemeinsam schauen, wie man vorankommt. Ja, vielen Dank für den schönen Nachmittag. Ich habe echt viel mitgenommen zum Thema kulturelle Vielfalt und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Es hat uns viel Spaß gemacht und wir haben auch sehr viel mitgenommen, viele tolle Burger, viele leckere Maiskolben mitgenommen. Hat viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, der bajuwarische Burger ist jetzt quasi so ein Staple bei euch. Der oberfränkische Burger, aber wird es auf jeden Fall. Gut.